Was bedeutet es, wenn du den dunklen Pfau als Krafttier hast? Mein Name ist Sonja Neuroth. Ich bin Künstlerin und Erschafferin der Orakelkarten, kreiere mit Krafttieren und da sind 36 Krafttiere drin. Die haben mir einerseits beim Malen schon ein paar Botschaften gegeben, aber auch im Nachhinein. Diese Botschaften findest du in meinem Begleitheft zu den Orakelkarten und da sind mehrere Pfaue drin, unter anderem der dunkle Pfau und über den spreche ich jetzt mal. Also wenn du den dunklen Pfau hast, bedeutet das für dich, dass du jetzt aufhören sollst, sage ich mal, dich selbst vor dir zu verschleiern. Also, dass du einfach noch ehrlicher mit dir selbst sein darfst, dass du noch mehr dich selbst entdecken darfst. Was steckt denn eigentlich alles noch in dir, was du vielleicht vorher gar nicht sehen wolltest, weil du dir dachtest, kann ja gar nicht sein, dass ich so viele Talente habe oder ich darf ja vielleicht nicht auffallen, ich darf nicht anders sein. Nein, wenn du den dunklen Pfau gezogen hast, dann sagt er dir wirklich, hör auf, dich vor dir selbst zu verstecken. Hör auf, dich klein zu machen, dich runterzureden und erlaube dir, auch mal erstaunt zu sein, welche Fähigkeiten sich noch in dir zeigen. Kann ja sein, dass du vielleicht, wenn du in ein ganz anderes Umfeld kommst oder in eine neue Situation, dass sich da plötzlich Talente zeigen, von denen du vorher gar nichts gewusst hast. Also ja, vielleicht ein neues Hobby, eine neue Fertigkeit, Fähigkeit, die sich eben erst dann zeigt, wenn du neugierig dir selbst gegenüber bist und wenn du dir erlaubst, auch immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Und gleichzeitig sagt dir der dunkle Pfau auch, gerade auch wenn du ihn als Schattenkraft dir gezogen hast, dazu mehr in meinen Orakelkarten, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber da möchte er dir mitgeben, es ist vollkommen okay, wenn andere Menschen dich nicht verstehen. Also du musst dich nicht immer wieder verständlich machen für andere, sodass sie deinen Charakter verstehen, dass sie dich in eine Box reinpacken müssen. Das ist vollkommen okay. Du musst dich nicht anderen gegenüber erklären, aber erlaub dir, dich selbst wirklich zu empfangen innerlich und ja, dich selbst noch besser und besser kennenzulernen und dich so anzunehmen, wie du wirklich bist. Mit all deinen mystischen Seiten, die vielleicht auch dabei sind. Ja, ich hoffe, dass ich dich mit dieser Botschaft von dem dunklen Pfau inspirieren konnte. Wenn du die Karten selbst haben möchtest, schau doch mal hier unter das Video. Du kannst dir auch ein Kartenset nach Hause bestellen und dann deine eigenen Legungen damit machen. Die Karten sind auch sehr gut fürs Business geeignet, also wenn du irgendwelche Projekte hast, die du fortbringen möchtest. Ja, ich wünsche dir viel Freude damit und vielleicht sind ja dann auch bald die Krafttiere bei dir zu Hause.